Während dieser 4 Tage schenkst du deinem System Achtsamkeit. Wie fühlt sich dein Körper? Wie fühlt sich dein Geist? Wie fühlt sich deine Seele? Dieses DX4 unterstützt dich auf dem Weg, die Verbindung zwischen Körper und Geist wieder zu stärken. Oft ist man im Außen einfach so viel beschäftigt, dass man ganz auf sich selber vergisst. Man vergisst auf seinen Körper. Man vergisst einfach auf seine Seele zu achten. Und man ist mit den Gedanken auf vielen, vielen Baustellen. Das DX4 hilft einfach, seine eigene Mitte wieder zu finden, die eigene Balance, um wieder präsent zu sein. Dieses DX4-Programm ist ein Kurzurlaub, eine Reise zu dir selbst in 4 Tagen. Im Gepäck findest du ein ganz, ganz tolles Kit, eine Box mit wertvollen Ergänzungen zur Nahrung, natürlichen Ergänzungen, die den Prozess der Reinigung im Körper, aber nicht nur im Körper, in der Kommunikation mit deinem Geist und einer wundervollen Anleitung und Anregung mit vielen guten Fragen für deinen Geist, aber auch für deine Seele beinhaltet. Für mich war das eine ganz genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, da ich aufgrund meiner Bandscheiben-OP einfach wirklich total aus dem Konzept gerissen wurde. Es gibt so Situationen, das kennst du bestimmt auch, da verändert sich plötzlich deine Welt oder deine Sichtweise. Oder man hat immer im Außen ganz viel zu tun und vergisst eine Zeit lang auf sich selbst und verspürt aber den Drang, wieder in seine eigene Mitte zu bekommen. Da ist es eine ganz wertvolle Unterstützung. Wie gesagt, wieder zurückzukommen, diese Einheit wiederzufinden, die Achse zwischen Hirn und Darm wieder zu stärken. In der Mitte ist das Herz, sage ich immer, und dann ist man wieder in einer Einheit und man ist wieder präsent. Was macht das DX4 mit uns? Man hat jeden Tag ein Thema am ersten Tag und alles beginnt damit, geht es um die Entscheidung. Also einfach um die Entscheidung, sich wieder mit sich selber zu beschäftigen, hineinzuhören. Wie geht's mir denn? Wie geht's meinem Körper? Wie geht's meinem Geist? Wie geht's denn meiner Seele? Viele gute Fragen sind in diesem Skriptum drinnen, die es auf alle Fälle wert sind, durchzugehen und mal zu beobachten, was macht das mit meinem Körper? Wo bin ich unterwegs? Wo stehe ich? Wertvolle Nahrungsergänzungen unterstützen dabei, dass man nicht kippt irgendwo. Man kennt das, die erste Sorge, die man hat, wenn man im Fastenmodus ist, habe ich den Hunger. Muss ich dazu sagen, in keinen dieser 4 Tage hatte ich ein echtes Hungergefühl, da es tolle Unterstützung gibt mit diesem Forever, diesem neuen Shake, Forever Plant Protein. Ich war überrascht. Denn es ist ein neuer Shake aus Erbsen- und Kürbiskernprotein, der sehr neutral schmeckt, mit ein bisschen nach Vanille. Ja, und was mich überrascht hat, er macht sofort satt. Also, das ist immer das Gute, dass du weißt, okay, du nimmst den Shake und du hast nachher kein Thema. Sollte dennoch das kleine Hüngerchen da sein oder die Verlockung, der Gust auf was Süßes, speziell für unsere Naschkatzen ist auch gesorgt worden, denn dieses Forever Sensational ist eine Ballaststoffquelle, beziehungsweise hat es dort Glucomannan drinnen. Und Glucomannan hat den Vorteil, dass es aus dem Darm mit dem Hirn kommuniziert, und zwar es liefert die Information an das Hirn: Hallo, ich bin satt, es geht mir gut. Wir trinken natürlich auch unsere wertvolle Aloe, die durch die wertvollen Enzyme, Mineralstoffe, Vitamine einfach den Körper unterstützt, das Seinige zu tun, angeregt wird, loszulassen und wieder in den Fluss zu kommen. Ich persönlich habe in diesen 4 Tagen wirklich sehr, sehr viel getrunken. Es war auch notwendig, nach meiner OP und alles, was in den letzten Wochen passiert war, wieder das Ganze rauszuschwemmen
in den Fluss zu kommen und wieder bei mir selbst anzukommen. In der zweiten Tag geht es um die Definition, also einfach mal zu definieren, was will ich? Wo kann ich ansetzen? Wo geht es hin? Am dritten Tag, das war für mich sehr, also tatsächlich eine Entdeckung, und das heißt auch die Entdeckung, ich habe da damals dazu geschrieben, Freude. Ich habe die Freude wieder zu meinem Körper, zu mir selbst entdeckt. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wertvolle Information, wenn du einfach wieder in der Präsenz da bist, dich spürst, dich wahrnimmst, dass du ganz hier bist. Hier gibt es eine tolle Unterstützung. Und am vierten Tag, wo du dann wirklich wieder gute Energie hast, wieder spürst einfach, dass du da bist, diese Präsenz einfach wirklich auch wahrnimmst, widmest du dich dir selber. Und ich bin zum Beispiel drauf gekommen, dass ich das Bedürfnis habe, besser auf mich zu schauen, wieder mehr das zu tun, wonach mir wirklich ist, das, was meiner Seele entspricht, zum Ausdruck zu bringen. Und in Summe ist diese Reise wirklich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung gewesen, wieder mit meiner ganzen Einheit ins Hier und Jetzt zu kommen. Wenn du neugierig geworden bist und wissen möchtest, wie du zu diesem DX4-Programm kommst, bitte schau unten in den Kommentaren, da ist der Link zu meinem Online-Shop. Hast du noch Fragen, wie was dieses DX4-Programm kann, was du machen kannst, passt Meditation dazu? Natürlich, also ganz wichtig, ich habe in dieser Zeit sehr, sehr viel meditiert und sehr viel im Inneren, mich im Inneren aufgehalten. Überleg sogar, eventuell auch einmal einen Retreat anzubieten. Es wäre interessant, wenn jemand von euch eine Idee hat, wo man in Oberösterreich oder zumindest in der Umgebung oder vielleicht auch außen, weiß man nicht, einen ruhigen, entspannten Ort, am besten mit Grün, am besten mit Wasser, muss nicht viel Tamtam sein, am besten gar kein Tamtam. Der schreibt mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Es würde mich freuen, wenn ich Vorschläge bekomme. Dann plane ich vielleicht sogar ein Retreat auf jeden Fall 4, wenn nicht 5 Tage Zeit, nur für einen selber, wo man einfach wieder das Licht der Seele im Spiegel erkennt. Der Satz gefällt mir einfach sehr gut. Ansonsten, wie gesagt, empfehle ich, diese 4 Tage wirklich mit Zeit zu verbringen, also Zeit für dich selber zu haben, sei es jetzt im Urlaub, sei es jetzt auf einem Retreat. Yoga-Retreat gibt es ja jetzt, oder viele fahren ja auf verschiedensten Retreats, dann würde ich dieses Kit auf jeden Fall mitnehmen, denn das ist einfach die beste Möglichkeit, wieder ins Volle zu kommen. Wie gesagt, wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Like von dir, abonniere meinen YouTube-Kanal, und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute, bleib gesund und auf bald. Eine weitere Frage war, darf ich denn Kaffee trinken während dieser 4 Tage? Nein. Nein, und ich weiß, es ist schwer, ich bin selber jemand, der sehr gerne Kaffee trinkt, aber die gute Nachricht ist, du hast keine Entzugserscheinungen. Forever hat daran gedacht und hat als Nahrungsergänzung die Forever Term Plus dazu gegeben, die beinhalten grünen Tee, Guarana, grünen Kaffee und Safran. Und ich muss ganz sagen, ich bin total begeistert gewesen, weil in der Früh stehst du, also ich stehe in der Früh auf, gehe zur Kaffeemaschine. In dem Fall bin ich zu meinem Kastl gegangen, habe die Therm zu mir genommen, und es war wirklich innerhalb von ein paar Sekunden der Gusto auf Kaffee weg. Darum keine Panik, man hat keine Entzugserscheinungen. Es tut gut, 4 Tage mal keinen Kaffee zu trinken, beziehungsweise schmeckt er noch und umso besser. Ja, auf die Frage hin, kann ich das auch während der Arbeitszeit machen oder während der Arbeit machen in meinem Alltag? Ja, kannst du.
Wobei ich die ersten 2 Tage wirklich auf ein Wochenende verlegen würde, beziehungsweise auf einen Zeitraum, wo es einfach ein bisschen ruhiger zugeht. Meine Empfehlung, wie gesagt, so wie vorher schon gesagt, wäre wirklich 4 Tage sich die Auszeit zu nehmen und nur für sich selber da zu sein. Ich weiß, das ist schwierig. Aber es ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, an einem Samstag oder an einem Sonntag zu beginnen. Dann hat man die ersten 2 Tage schon erledigt und am dritten und am vierten Tag ist es dann schon etwas entspannter und man kann das sehr wohl während des Alltags super durchziehen. Eine der wichtigsten Fragen von euch war, muss ich denn da Shake trinken? Ja, wir sind im Fastenmodus und da geht es nicht anders von der Kalorienanzahl her und es ist ganz wichtig, wenn du fastest, auf die Art und Weise, dass du dem Körper gutes Eiweiß zuführst, damit die Muskelmasse ja natürlich nicht abnimmt. Denn sonst würde es ja zum Jojo-Effekt kommen und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass wirklich nur das abgebaut wird, was nicht in den Körper rein soll oder was keinen Platz mehr haben soll. Und Muskelmasse soll ja bleiben und der Energielevel soll ja bleiben. Darum, Shake. Ja, nach dem DX4 ist vor dem DX4. Schau, was du dir mitgenommen hast, ob du wieder Lust bekommen hast, dich besser zu ernähren, mehr zu trinken oder du sagst, okay, du möchtest weitermachen. Es ist eine gute Gelegenheit, zum Beispiel mit dem Clean 9 weiterzumachen, weil man dann einfach mehr üben kann, länger üben kann. Ich für meine Bedürfnisse sage ich, okay, ich gehe den Weg, ich habe jetzt auch das entsprechende Alter, wo ich nicht mehr darum kämpfen muss, das eine oder andere Kilo zu verlieren, sondern ich möchte, dass ich mich gut fühle, dass ich meine Haut von innen versorge mit Feuchtigkeit und mit den entsprechenden Mitteln. Und ich gönne mir, weil ich habe ja bald Geburtstag, und ich gönne mir während meiner Kur das Aloe Skin Paket. Und da geht es primär um die Schönheit von innen und die Haut einfach zu unterstützen. Und das spüre ich einfach, dass das dringend notwendig ist. Also,